Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Xen. Ja, wir haben den Ostturm erfolgreich angeschaut, wir haben das Juwel des Alterns gefunden, wir können unser unnatürliches Alter jetzt hier relativ einfach wieder zurücksetzen. Auf der anderen Seite von Xen ging das ja auch, aber da haben wir ja immer eine richtig große Rundreise machen müssen. Das geht jetzt hier um einige schneller. Und wir haben die nächste Ebene von dem Schloss hier hergestellt. Hoppla, warum laufe ich vorbei? So, da gehen wir jetzt mal rein. Jetzt ist es die Ebene, jetzt habe ich, muss mal schauen. Entweder ist es die Ebene, den Dungeon. Ja, tatsächlich, es ist der Dungeon, in den wir kommen. Das heißt, wenn wir jetzt hierher hochgehen, da hatten wir ja... Ja, genau. Weiter nach oben geht's nicht. Das war die Frage. Entweder den nächsten Stock, dass der funktioniert, oder dann Keller. Der Keller war's. Das heißt, wir haben jetzt halt noch 5 Scheiben, Energiescheiben, die wir hier Elinga geben müssen. Und dann ist das Schloss wieder komplett in der Ebene. Das heißt, der oberste Stockwerk ist dann auch frei. Jetzt will ich aber eine Sache noch schauen. Können wir jetzt den hier... Nee. Wir können weiterhin diese Tresoren noch nicht öffnen. Schade. Schade. Wir brauchen ein viel, viel größeres Glück. Ich frage mich, wie viel wir brauchen, weil wenn man sieht, 191. Ja, wahrscheinlich brauchen wir genau 200 oder so. Wir müssen irgendwie noch das Glück steigern. Aber das kriegen wir auch noch hin. Speichern wir mal und dann schauen wir uns jetzt mal hier unten um. Okay, das geht automatisch auf und zu. Was haben wir denn hier alles? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und da ist auch nichts. Okay. Ha. Ja. Schloss Kalindra Dungeon, genau. Ich habe eigentlich jetzt gedacht gehabt, dass die oberste Ebene die nächste Ebene wäre, wo wir hinkommen. Und der Dungeon als letztes. Oder natürlich, es könnte natürlich sein, dass wir, weil wir zuerst in den Dungeon gegangen sind, dass der freigeschaltet worden ist. Das könnte natürlich auch sein. Dass es immer das nächste, wo man hingeht, freigeschaltet wird. Ich weiß es nicht. Ich hätte aber wie gesagt geschwören können, wenn es nicht so ist, dass das nächste freigeschaltet wird, dass wir der oberste Stockwerk als nächstes hätten und den Dungeon als allerletztes. Ein neuer Safe. Und den können wir sogar öffnen. Im Gegensatz zu oben langt das hier. Das finde ich sehr interessant. Okay. Mal gespannt, was wir hier alles noch so finden werden. 10, 20, 30. Eins, zwei, drei. Warum war mir das jetzt nur so klar? Was? Habe ich hier gerade falsch eingegeben, aus Versehen? 36, 26. Kein Glück. Was? Muss man das jetzt kapieren? 36, 26. Wir machen 26, 36, 26. Das kapiere ich jetzt nicht. Okay, das kapiere ich jetzt nicht, warum die hier nicht aufgehen. Wir sehen doch die Kombination. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Es ist genau dasselbe, gell? 36. 26, ja, das sind genau dieselben. Vielleicht ein Fehler im Spiel?
Vielleicht aber auch irgendwie ein Rätsel noch, das wir noch nicht gelöst haben. Oder unser Glück ist doch zu niedrig, dass wir es vielleicht doch nicht wissen. Lasst die... Füttert die... Achtung vor, füttert die... Okay, aber immer nur... Achtung vor, füttert die... Lasst die... Oh. Okay. Keine Ahnung, warum der hier zu ist. Alle anderen waren offen. Gefangenenliste. Im Buch steht, ein Dieb, bekannt als Guido der Sträfling, gefangen zu halten für einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren und höchstens 8 Jahren für das Brechen von Spüren und Diebstahl aus der Schatzkammer. Maximale Sicherheit. Okay, da gehen wir vielleicht... Da gehen wir da jetzt rein. Okay, lass uns mal reingehen. So, das ist zu. Jetzt nicht mehr. Ah, nee, das ist wahrscheinlich Hochsicherheitstrakt. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay, da ist aber gleich was. Das kommen wir gleich dahin. Das ist auch nichts, okay. Na, da haben wir den Guido. Ich wurde zu Unrecht eingesperrt. Doch nun ist es Zeit zu flüchten. Wenn ihr diese Ketten aufschließt, gebe ich euch die Kombination zu den Hutton-Safes im Schloss. Na los, was sagt ihr? Ihr müsst glauben, ich lüge euch an. Glaubt mir, ich würde das niemals tun. Ich bin unschuldig. Denkt darüber nach und kommt wieder, wenn ihr bereit seid, das Richtige zu tun. Ich warte hier auf euch. Oh. Ich bin mir nicht so sicher. Andererseits, wenn es einfach nur ein Dieb ist, was wir schon alles gestohlen haben. Ich habe ja mal gespeichert, ich probiere mal. Hey, vielen Dank, ihr habt keinen Fehler gemacht. Vertraut mir. Versuch 10, 11, 12 an den Hutton Saves. Bis später. Ja, was? Das probieren wir jetzt einfach mal aus, bevor ich da jetzt irgendwie was groß weitermache. Elf, zwölf, dreizehn war es doch, oder? Oder bin ich jetzt total blemplem? Ah, steht leider nicht da. Ich gehe ganz kurz hoch. Ich will das jetzt ausprobieren. Ob das stimmt, ob der uns angelogen hat oder nicht. Kein Glück. Nee, das passt aber nicht. Der hat uns angelogen, diese Sau. Glaube ich doch. Oder ich habe es mir komplett falsch gemerkt. Nee, 10, 11, 12. Ich Idiot. Nicht 11, sondern 10, 11. Ah. Ja, ich habe es mir total falsch gemerkt. Ich bin doch ein Trottel. Naja. So. 10, 11, 12. Aha. Amulett. 10, 11, 12. Amulett. Bin aber immer noch nicht sicher, ob das nicht ein Fehler war, den freizulassen. Was ist mit den anderen selbst, die oben sind? Das sind nämlich die richtig harten. Funktionieren die hier auch? 10? Nee. Okay. Die funktionieren hier also auch nicht. Es waren nur diese zwei Tresore unten.
gut. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal an. So, das hatten wir alles. Dann kommen wir ins Hochsicherheitsgefängnis. Nein, wir kommen noch nicht ins Hochsicherheitsgefängnis. Ich will ganz kurz hier noch reinschauen. Wo kommen wir denn hin? Ach, das ist nur eine geheime Wand. Ah, hier kommen wir also hin. Da geht's aufs Dach. Alles klar. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir da hinkommen. Alles klar, gut. Ich frag mich auch. Ich glaube, das ist ein Gegner. Und Toter. Aber die Untoten hier, die sind jetzt nicht so die... Nur, dass unsere Leute auf einmal einschlafen. Haben wir nicht noch einen Aufwachzauber? Erwachen, genau, den meinte ich. Und du das vielleicht noch einmal? Sieht nämlich heftig aus hier. Du das vielleicht hier noch einmal heilen, durchheilen. Oh, oh. Ach du Scheiße. Okay. Ach du heilige Scheiße. Oh, 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 oh. Ja. Wisst ihr was? Dann lassen wir den Gaido jetzt einfach mal hier erstmal drinnen. Wo ist die Musik hin? Musik ist weg. So, wir machen das hier. Hier könnten wir reingehen ohne Probleme. So, ein kleines Erwachen. Ach du Scheiße, hey, habt ihr das gesehen? Der Fetzer, was der anrichtet. Nee, 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 gegen dich kämpfen wir jetzt definitiv nicht. Und da ist nochmal ein Fetzer. Ja, also dir, muss man sagen, alle Achtung, die machen modsmäßig Schaden. Speichern wir nochmal. Ich weiß nicht, ob wir den Gedorf befreien sollen oder nicht. Theoretisch haben wir jetzt die Kombination. Aber ich weiß nicht, ob der vielleicht noch einen weiteren, noch ein weiteres Dings hat, dass wir den noch später nochmal treffen. Ach, wisst ihr was? Die zwei lassen wir jetzt mal. Gedo. Oh, das hat man auch noch nicht, oder? Ah ne, das ist die Gefangenenliste. Ein Leichnam bekannt als Vexor der Schwarze, unbegrenzt gefangen zu halten. Für das Verbrechen der Nekromantie. Ein Leichnam, bekannt als Glamour der Tote, unbegrenzt gefangen zu halten für das Verbrechen der Nekromantie. Ein Leichnam, bekannt als Saxar der Ewige, unbegrenzt gefangen zu halten für das Verbrechen der Nekromantie. Eine Drachenmumie, ehemals Eisen, Fithnibravat, gefangen zu halten, bis ein ordentliches Begräbnis arrangiert werden kann. Eine Drachenmumie, ehemals Arganox, Nax, gefangen zu halten, bis ein ordentliches Begräbnis arrangiert werden kann. Eine Drachenmumie, ehemals Dratnefad, der Schwere, gefangen zu halten, bis ein ordentliches Begräbnis arrangiert werden kann. Alles klar. Wie gesagt, Gedo lassen wir jetzt erstmal drin. Ich werde mir das mal merken. Beziehungsweise ich werde es mir noch aufschreiben. Kann ich ja anders machen noch. Ich muss hier eigentlich gar nicht mehr raus. So. Ah, da haben wir die Musik wieder. Ja, ich schreibe mir das auf, dass wir da Drachenmumien haben, die noch heftig sind.
vielleicht einmal ausgeruht sind, sind sie vielleicht gar nicht mehr so heftig. Dass wir Guido noch da haben, den wir noch befreien können. Die zwei Truhen haben wir noch unten, das schreibe ich mir auch noch auf. Genau. Uferstadt war oben, glaube ich. Oh. Hallo ihr. Ich wusste gar nicht, dass hier noch welche sind. Erhalt zwar nur einer. Da sollte ich vielleicht nicht den Blitz nehmen, sondern eher den Energieschlag. Okay, so. Uferstadt war doch im Norden, oder? Nördlich von denen hier. Das da ist doch Uferstadt. Ja, genau, und F2 haben wir ja auch schon ausgekundschaftet. Wir hatten nur diese Gebiete ja noch nicht ausgekundschaftet. So. Passkontrolle. Okay, geht rein. Gleich Gegner hier. Hexer. Okay. Und Gefangener. Ha. Ist ja mal krass. Dann hätte ich gesagt, gehen wir jetzt in Uferstadt rein und schauen uns Uferstadt an. Befreien Uferstadt wahrscheinlich, wie es aussieht. Und ja. Energiescheiben brauchen wir noch 5 Stück. Wahrscheinlich im nördlichen Turm werden wir wahrscheinlich auch wieder 2 finden. Wo die anderen 3 sind, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder Quests. Oder ein Dungeon. Oder wir wissen ja, dass die Herrin von Kalindra, die Vampirfürstin oder Vampirlady, ja gefangen gehalten wird im Schloss Giftzahn, glaube ich, hieß es. Und da kann man nicht rein, aber der Hauptmann will uns reinlassen. Aber da müssen wir erst in den Dungeon der verlorenen Seele rein, um den ein bisschen aufzurütteln. Hm. Und ich habe den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ach ja, genau. Vielleicht hat die restlichen Scheiben noch, also die restlichen 3 Scheiben. Dass wir die erst befreien müssen, um das Schloss wieder herzustellen. Durchaus möglich, ich weiß es nicht. So, wen haben wir denn da? Camilla, die Gefangene. Danke für meine Befreiung. Doch hört, es gibt weitere Gefangene in Uferstadt. Die Hexen fangen die Leute und verwandeln sie in Monster. Dann bringen sie die Brauchbaren als Waren zu Schloss Giftzahn. Die anderen landen auf der Insel der verlorenen Seelen. Ich hoffe, ihr findet die anderen Gefangenen. Ja, das hoffe ich auch. Kessel, wer trinken? Huch. Ist das immer so? Ja, das ist immer so. Den sollten wir vielleicht nicht trinken. Nee, den sollten wir definitiv nicht trinken. Schauen wir mal kurz hier rein. Die Bucht. Ah. Hier ist nichts. Schriftrolle. Okay. Ah, das ist die Gilde. Zaubergilde. Alles klar. Weitere Hexen. Okay. Ja. Mein erster ist in der Nacht, aber nicht am Tag. Mein zweiter ist in Böse, aber nicht in Gut. Mein dritter ist in Xen, aber nicht in der Welt. Mein letzter ist im Leben, aber nicht im Labsaal. Erster ist in der Nacht. Das ist wahrscheinlich ein Rätsel. Also Nacht ist in der Nacht, aber nicht im Tag. Das dürfte dann nicht A sein. Das heißt, N ist in Dings drin. C und H. Und ich brauche kurz was zu schreiben. Wo machen wir das hin? Machen wir das hierher. Also, in Nacht, das heißt, N habe ich gesagt, A kann nicht sein, das ist nämlich schon drinnen.
C ist nicht drin, H ist nicht drin, aber T. Okay. Mein zweiter ist in böse, aber nicht in gut. B wäre jetzt drin. Ö wäre drin. S, E, H. Da ist aber alles drin. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Mein dritter ist in Xen, aber nicht in der Welt. Ich glaube, ich... Nee, das muss wahrscheinlich anders sein. Weil da ist auch nur X und N. Ha. Auch keine Ahnung, für was wir es brauchen. Was bin ich? Ah, verdammt, wir müssen das Rätsel erst lösen. Also ich hätte... keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht gehabt, die Buchstaben, also in erster ist in der Nacht, aber nicht am Tag. Das ist der Buchstabe halt, aber da bleibt ja N übrig, C und H übrig, aber in böse und gut. Da ändert sich ja nichts drin. Wow. Und da kommen wir in den Dungeon rein. Okay. Sehr interessant. Da schon drin jetzt? Ne, da waren wir noch nicht drin. Machen wir das mal ganz schnell. Das muss ich mir noch mal überlegen, was das sein könnte dann. So, haben wir den hier noch. Okay, so, dann haben wir alles wieder fertig gemacht und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss, macht's gut, bleibt gesund.